Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Ghost Recon Breakpoint und wir werden heute uns mal auf die Schatzsuche begeben. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hier schon eingeloggt. Zum 20. Jahrestag gibt es hier mal wieder was sehr Spezielles. Uralte Relikte nennt sich das Ganze. Und das ist so eine Art Crossover mit Tomb Raider. Wir haben hier auch schon die Nachricht bekommen. Eine Karte mit folgender Nachricht. Während meiner Abenteuer auf Aurora bin ich auf eine interessante Karte gestoßen. Leider wurde ich von bewaffneten Söldnern vertrieben und war deswegen nicht in der Lage, diesen Fund angemessen nachzugehen. Es kam mir wie eine solide Spur vor, also sollte es kein Problem sein, sie wiederzufinden. Der Gletscher in der Nähe kühlt das Gebiet ziemlich stark herunter, daher würde ich zu angemessener Kleidung raten, aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Der Rest ist nur eine Frage des Verstandes. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Karte, man sieht jetzt wohl nicht viel. Ja, ich habe natürlich schon mal mich etwas schlauer gemacht, um hier auch gleich zu wissen, wo wir hin müssen. Also das Ganze startet hier in Silent Mountain in der Nähe der Pumpstation. Ich habe es hier schon mal markiert. Ja, und da werden wir jetzt hier mal mit der Schnellreise einfach mal hinjoinen. Ja, ich finde so Schatzsuchen-Geschichten immer ganz witzig. Mal ein paar Rätsel ins Spiel einbauen und so weiter. Ist eigentlich eine recht coole Geschichte. So, wir schlagen mal das Biwak auf, um einen Helikopter zu holen. Ja, können wir überspringen. Übrigens heute das erste Mal hier in 4K. Bin mal gespannt, wie es dann letztendlich am Ende auch rauskommt. So, was haben wir hier? Wir brauchen, was nehmen wir denn? So, wo steht mein Helikopter? Wo ist denn eigentlich die Karte hin? Ah, hier, okay. Ja, wenn man das lang nicht mehr spielt. Na, kurzärmlich hier im Schnee ist natürlich auch nicht so ideal. So, jetzt schauen wir mal. Wir suchen auf jeden Fall jetzt mal Relikte. Ich muss jetzt selber mal schauen, wo das Ganze ist. Jetzt schauen wir doch mal rüber, komplett an die Pumpstation. Wahrscheinlich sind wir hier komplett falsch. Ah, da oben haben wir doch was. Yeah, schaut doch, das schaut doch gut aus. Ja, da versuchen wir mal irgendwo zu landen. Ja, das schaut doch mal gut aus.
Jawohl, jawohl, Karte zum ersten Stein. Diese kleine Insel sieht außergewöhnlich aus und könnte in einem der Biome im Westen von Auroras liegen. Okay. Also hier scheinen wir so eine Insel zu haben. Im Westen von Aurora. Ah ja, okay, das sehen wir jetzt wohl. Das ist das nächste Fundstück. Okay. Da haben wir die Truhe, wo dann wahrscheinlich diese Steine, wo wir jetzt suchen, rein müssen. So, im Westen von Aurora. Also hier sind so Inseln. Ich würde auch fast sagen, wir joinen hier mal rüber und fliegen einfach mal diese Inseln ab. So, einmal Heli holen und dann geht's weiter. Das ist eigentlich schade, das Spiel hat so viel Potenzial, aber die haben sich halt teilweise echt verwirkt. Grafik ist klasse. Man hätte das Gameplay einfach ein wenig besser machen können. Da war halt Wildlands doch noch ganz was anderes. So, Fahrer. Es ist schon nice, dass dann immer so kleine Aufgaben hier noch kommen. Aber letztendlich, ja, man macht es jetzt und dann ist das Thema ja auch wieder durch. Gut, da unten haben wir schon die Insel. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier vernünftig landen können. Weil wir werden uns dann eh wegporten. So, jetzt sind wir ganz kurz auf der Karte, dass ihr auch seht, wo wir jetzt sind. Wir sind hier in Wild Coast. Und hier westlich auf diesem Plateau hier. So, Karte zum zweiten Stein. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Das versunkene Schiff soll in der Nähe einer Küste sein. Es zu finden, sollte auch einen Hinweis auf den Fundort des zweiten Steines liefern. Okay. Habe ich irgendwo schon mal gesehen? Irgendwo liegt ein Wrack auf jeden Fall. Und das hat wahrscheinlich auch was zu bedeuten. Gut, schauen wir uns dann an, wenn wir vor Ort sind. Hier haben wir den Stein. Den nehmen wir gleich mal mit. Erster Schlangenstein. Sehr schön. Gut. Da steht da unten ein Heli. Ist doch ein Heli auf der Karte. Gut, jetzt schauen wir erstmal, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, ob das hier war. Bei Smuggler Coves war irgendwo noch ein Schiff gelegen, soweit ich weiß. Piratenruinen. Das könnte es doch hier sein. Ich join jetzt mal hier hin, bevor wir jetzt hier ewig rumeiern, ja. Na klar, da unten ist doch ein Wrack gewesen. Jetzt sitzt gar nicht mit dem Fallschirm runter.
Da waren übrigens mal Geld. Was ist jetzt los? Geld Credits drin. Okay, hier scheint aber nichts zu sein, sonst wird man das auf der Karte sehen. Aber wir erinnern uns. Kommen hier nochmal rein. Hier, ne? Da unten stehen wir jetzt. Er guckt hier nach oben über den Vordermast. Das heißt, wir müssen irgendwo da hoch. Gut. Wie kommen wir jetzt da hoch? Also, der glotzt jetzt hier so rüber. Dann haben wir hier die Verlängerung. Da müssen wir uns jetzt irgendwie... Ja, das müssen wir jetzt mal absuchen. Wir porten mal wieder hoch und nehmen am besten einen Heli. Wahrscheinlich das Gescheitste. Der steht aber echt komisch hier. Oh, wieso steigt der immer falsch ein, ey? Gut. Also, da unten ist Schiffswrack. Hier hoch. Da haben wir es doch schon. Schaut schon gut aus hier. Der schaut doch schon gut aus. Na klar. Der taucht schon auf. Gut, da haben wir auch einen nächsten Stein. Sehr schön. Zweiter Schlangenstein. So, und hier ist der nächste Hinweis. Golem Isola, Insula, Ignis Videre Montes. Ja, ist ja wohl logisch, ne? Golem Island. Hier ist der Vulkan. Diese Karte zeigt die Westküste einer Insel mit einem aktiven Vulkan und insbesondere einen markant roten Baum. Also, den Baum suchen wir anscheinend. Hier ist der Vulkan. Ja, da haben wir noch so eine Art Landzunge. Wir schauen am besten mal in die Karte. So, Golem Island. Hier ist der Vulkan. Das könnte die Landzunge sein. Oder ist es die? Ne, das scheint die zu sein, hm? Die Frage ist, wo schauen wir hier? Ja, Biwak am Schiffswrack. Das ist natürlich relativ weit weg. Ja gut, müssen wir... Das müsste eigentlich hier irgendwo sein, laut der Karte. Ich würde jetzt sagen, wir schauen mal hier und schauen, ob wir ein Boot finden und fahren dann einfach runter. Was anderes bleibt uns jetzt eh nicht übrig. Na, hier schaut es ja heiß aus, ne? Da unten liegt schon ein Boot, sehr schön.
1,6 Kilometer. Ja, wenn man jetzt hier mal ein bisschen was sehen würde. Warum ist das jetzt hier so schraffiert? Also das ist ja schon wieder witzig. Aber ich glaube, da sind wir ganz gut. Da sind wir richtig. Da sind wir auf jeden Fall richtig. Der rote Baum. So, und den dritten Stein. Ja, nice. Ja, dann. Sehr schön. Dann auf zurück zur Truhe. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir wieder rein müssen hier. Ja, Silent Mountain. Na, wo war denn jetzt die Pumpestation? Hab ich jetzt blind? Hier. So, jetzt wieder fix einen Heli geholt. Hä, das war doch drüben, oder? Da. Okay, das ist super geparkt. Jetzt machen wir die Steine an und schauen mal, was passiert. Ach, die sind schon drin. Okay. Auch nicht schlecht. Die USP-Match. Lara Crofts Tanktop, Sonnenbrille und Credits. Ja, sehr schön. Den schauen wir uns natürlich noch an. Den Jungmint-Bericht. Oder wie heißt es? Jungmint-Bericht. Kontakt mit der potenziellen Quelle Trinity's
NJ wurde hergestellt. Trinity's End hat unsere Bedingung anerkannt, dass die Firma das Material vor der Veröffentlichung sichten darf. Die Zusammenarbeit könnte sehr hilfreich sein. Der Kontakt wird über britische Agenten aufrechterhalten. Leitende Agentin Kay Bowman. So, woher kennen wir die? Natürlich aus Wildlands. Und hier haben wir die Santa Barbara Statue. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier noch kommt. Ich glaube, wir werden das hier öfters uns nochmal anschauen. Also wenn jetzt hier nochmal ein großes Update kommt mit Story, werden wir das uns auf jeden Fall noch reinziehen. Ja. Ansonsten wären wir hier erstmal durch. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch etwas geholfen, eben auch das hier so zu finden, wenn ihr nicht weiterkommen seid. Und ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.